Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Ah, da unten ist schon die Tür dafür. Auf. Nein! Bombe rein und gut ist. Voll. Oh cool. Phase 2. Bist du auch bei der Spinneschuhe? Nein, noch nicht. Okay, ich bin dort. Ah, ich sehe jetzt, ich sehe schon mal die Augentür. Ich bin also fast dort. Fuck, ihr holt gerade echt auf. Ey, die hat mich ich weiß nicht, wo man sie jetzt treffen muss. Ich meine, sie ist nur noch ein Kopf, aber sind irgendwie nicht zu schaden. Ja, du musst einfach den Kopf kaputt klatschen. Ah, mit Missiles, okay. Go, go. Muss man immer das offene Auge schießen, oder was? Dann, wenn sie diese Feuer spuckt, dann macht sie da so einen roten Punkt, keine Ahnung. Was soll denn? Drauf, ne? Ja, sie hat mich in irgendeinem Loop drin. Also sie schmeißt mich auf den Boden, grabt mich instant wieder und schleift mich nach oben. Nee, du kannst dich freizappeln, links, rechts drücken, wenn du gegrabt wirst. Nein, das ging eben nicht. Ja, ist nicht tot, cool, weil sie mich geloopt hat. Sie hat mich viermal hintereinander gegrabt und instant gekillt dadurch. Fair enough, fair enough. Ich konnte halt nichts dagegen tun. Du musst sie halt frei zappeln. Ja, nee, ich hab's fuck, ja versucht. Ey, ich sterbe ja auch gerade, nein! Ich hab keine Missiles mehr. Fuck, lass mich los, du fucking Scheißvieh! Fuck, fuck! Noch ein Treffer und ich bin das tot! Jetzt. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Er hat mich erwischt! Verdammt! Scheiße. Ich glaube, man muss nochmal die ganze Sequenz sehen, was die talken. Ja, musst du. Wie? Ach so, man muss nochmal ins Schiff? Ja, nicht wegrennen, hab ich gerade den Fehler. Ah doch, das kenne ich ja, das hatte ich... Ah! Ich habe aber danach gespeichert, hehe. Nein! Weil ich es davor vergessen hatte. Stimmt, das daran konnte ich mich auch noch erinnern. Da habe ich damals, ich weiß noch, als ich das mal früher gemacht habe. Ich kam dann einmal zu der Spinne, wo ich es zum ersten Mal durchgespielt habe und dann wusste ich nicht, wie ich wieder dahin kam, weil ich es irgendwie verpeilt habe. Und dann ist da irgend so ein Viech im Weg. Ja, ich bin verreckt an der Spinne, genau. Ich bin gerade auch daran, an der Spinne zu sterben. Super, oder? Okay, dann wird's entspannt. Wer schafft sie zuerst? Alter, what the fuck? Warum? Okay, ich bin tot. Oh! Hallo, warum erzählt ihr mir jetzt nochmal dasselbe? Ja. Letztendlich war es wahrscheinlich sowieso völlig egal, wie lange wir für die ganzen Teile gebraucht haben. Es wird letztendlich darauf hinauslaufen, wer weniger oft an diesen ganzen Bossen stirbt. Darauf wird es hinauslaufen. Ah, gut. Jetzt kommen nämlich die ganzen hartnäckigen Viecher. Wenn man die Spinne schafft, dann hat man schon mal sehr, sehr großen Vorteil, weil dann kriegt man nämlich den Space Jump. Ja, das ist mal so. Ah, okay. Das wusste ich auch nicht. Voll, dass irgendwer die ganze Zeit nur Scheiße erzählt, wie weiter ist, und dann plötzlich sagt er gleich in 2 Sekunden, ha, ich hab gewonnen. Jetzt ist halt nur so tut, als wäre er nicht so weit. Also, ja, ich bin auch so weit wie du. Ja, ja, ich auch gerade an dem Ort. Ja, ich bin auch gerade da verreckt. Ja, ja, ich kämpfe gerade gegen SAI-2. Genau. Aber das müssen die ja nicht wissen.
wieder bei der Spinne. So, mal schauen, ob ich diesmal eine bessere Chance habe und nicht von ihr geloopt werde. Diesmal weiß ich, wie es funktioniert! Befreien von mir. Irgendwie. Boah, ich bin jetzt schon in Phase 2. Okay, diesmal habe ich's. Irgendwie mache ich hier überhaupt keinen Schaden. Wie wirst du nicht gegrabt, Midna? Sag's mir mal. Hä? Ich wurde diesmal nicht gegrabt, ich bin einfach in die Ecken, während sie so hin und her geht, gehst am besten in die Ecken, so dass sie dich nicht erwischt und gehst dann Morphball, wenn sie nahe kommt. Oh, okay. Und wenn sie dich erwischt halt, freizappeln mit dem Steuerkreuz, also in Richtungstasten möglichst spammen. Nachher bei Ridley musst du es anders machen, da musst du dich frei schießen. Da spammst du einfach die ganze Zeit Missiles auf ihn, wenn er dich grabbt. Ach, Ridley ist in jedem Spiel dasselbe, einfach nur Missiles in ihn reinpusten. Na dann, geh mal Missiles. Oh mein Gott, ich gerade versagt. Boah, wie viel hält ihr denn aus? Ich bin Phase 2, ich habe in Phase 1 vielleicht ein bisschen mehr als einen Energietank Schaden genommen. In Phase 2, wo sie eigentlich nur noch ein Kopf ist, da zernichtet sie mich total. Jetzt habe ich sie auch. So. Ist sie nur noch. Wie viel hält ihr denn aus? Stirb! Ja, ja, sie ist tot. Okay, jetzt noch den Parasiten. Ich habe noch genug Energie. Oh, gut, ich glaube, der was ist im Sack. Als Kopf ist oh fuck, ich sterbe hier gleich noch gegen den... Oh nein, 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 nein. Niemals, niemals. Wenn ich jetzt sterbe, das wäre echt erbärmlich. Nein, sterb ich euch, nein. Das gibt es doch nicht. Du bist gegen den Parasiten gestorben? Ja, ja, ich hatte noch so wenig Life. Ich habe auch nur noch 16. Nice. Also ich habe 3 Nekotanks am Parasiten. Weil der Raum ist so eng da oben. Nein! Ach du Scheiße, ich habe... Da hat man okay, Midna, wir haben uns beide vom Parasiten töten lassen. Gut. Ich mach ihn gerade, den Parasiten, Jungs. Da ist er besiegt! Haha, winning! Okay, jetzt ist Alex einen weit sehr, sehr großen Schritt voraus. Rape? Weißt du, was das Problem war? Ich habe nämlich, bin durch die Augentür durchgerusht. Ich habe den roten Parasiten gar nicht mitgenommen. Hatte dann 2 Energietanks weniger. Okay, jetzt müssen wir zünden, dass wir ihn irgendwie einholen. Das wird schwer. Alex, stirb mal. Okay. Danach kommt doch erstmal eine Sequenz mit SAX, da können wir, haben wir sowieso gleich wieder Potenzial, ihn einzuholen, wenn er jetzt verkackt. Da haben wir ebenfalls Potenzial zu verkacken. Ja. Ach verdammt. Sei nicht mal so negativ. Navigation Station. Das war halt so klar, nur weil ich gesagt habe, hier, ich will jetzt nicht dran sterben, sterbe ich da natürlich dran. Natürlich. Hör auf, mich anzuschreiben. Ich hab auch noch einen Hit gebraucht, ja. Er war schon im roten Bereich und ich habe mich einmal gehittet gehabt. Aber hey, easy. Ja. Ach, Mann. Das war so klar, nachdem man sagt, natürlich, weil du mich dann darüber auslachst. Ich kann saven. Ach, verdammt. Ja, klar. Natürlich, weil du dich dann darüber kaputt gelacht hast, stirbst du dann auch dran, war doch klar. Ja, ich hab mich konzentriert in der Zwischenzeit. Ja, das Schicksal. Naja. Nee, eigentlich soll man ja nicht so abergläubisch sein, das bringt Unglück. Na wirklich. Irgendwie komme ich aber mit dem scheiß Space-Jump nicht so gut klar. Ja, der ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich fand den in Super Metroid total komisch, erstmal wie sich da reinkam. Der war Super Metroid voll easy, finde ich. Okay, ich bin wieder beim Boss. Und du? Was? Ha, ich war schneller. Bist du schon durchgekommen? Oh, really? Auge. Auge, bitte. Danke. Gib mir diesmal... Ja. Oh. So. Hey, ich habe ein SAX-Encounter gerade. Oh, nee, nicht im Ernst. Also, encountered im Sinne von, sie hat mich gesehen, weil ich nicht wusste, dass sie in diesem Raum herrscht, und sie hat mich gerade getötet.
Ich glaube, ganz verhindern kann man sowieso nicht. Und ich verkacke gerade ziemlich gegen den. Der hat mich schon zweimal gegrabt. Wirklich schon wieder? Oh, fuck. Ich verhaus gerade schon wieder. Ach, du auch? Ja, der ist schon zu zweit. Mir fehlen schon zwei Energietanks. Ich habe jetzt erstmals Schaden gemacht. Mir fehlen 2,5 Energietanks. Na, immerhin ist es kein weiter Weg bis SAX. Okay. Ja, jetzt merke ich auch, dass sie da läuft. Oh, really? Okay, Phase 2 und mir fehlen 3 Energietanks. Das wird hart, aber es ist machbar. Ah, ich hab mich schon wieder entdeckt. ETF, Mann. Hä, wie soll man denn dann gegen die dort ankommen? Du kannst sie kurz einfrieren, glaube ich, mit den Eismissiles, oder? Das habe ich nicht versucht. Das kann ich mal probieren. Ich weiß, die Stelle ist extrem schwer. Schon. Diese Kopfphase geht viel zu lang. Die braucht viel zu viele Eismissiles. Vorbei jetzt. Oh, doch voll nicht lange. Ich weiß, was du da hast. Scheiße, noch ein Energietank. Ja, okay, ich bin ein Parasiten. Jetzt bloß nicht verkacken. Oh, er hat mich schon einmal getroffen. Drauf. Wenn du sagst, bloß nicht verkacken, verkackst du eh. Nein, ich bin nicht abergläubisch. Go, go. Jawohl, das sieht gut aus. Jetzt einfach solide runterspielen. Der kann mir gar nichts. Ja. Und er ist down. Okay, gut. Space Jump. Wie sieht's bei dir aus, Schuh? Man kann wirklich einfrieren. Ich bin im roten Bereich, ich hab noch einen Energietank. Das dürfte ich hinkriegen. Ja, okay. Ich bin ganz knapp hinter dir. Hä? Okay. Das Problem ist, Mitner, dass du da erstmal so eine Wand freibomben musst. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß, das war sau schwer, da habe ich ewig für gebraucht damals. Ja, sie tötet mich auch jedes Mal gerade. Diese dumme Wand, die man bomben muss. Ach ja, jetzt gibt's ja noch so einen komischen Pflanzenboss. Hä, ja, wie kommt man denn? Ach da. Hä? Muss mit dem Space Jump dann da hoch, wenn du den hast. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hab nur die Luke da irgendwie nicht genau gefunden. Okay, gespeichert. So, jetzt sind wir wieder alle gleich auf, ne? Jetzt sind wir nämlich alle beim nächsten Problem. Das war ja schon mal sehr gut gemacht von mir. Wie kommt man denn da hoch? Okay. Achso, ich kann ja jetzt beliebig hochspringen, das laber ich eigentlich. Also eins zeige ich dir schon mal mit, na, versuch sie nicht zu freezen, wenn sie gerade in der Nähe der Tür steht, sonst kommst du nicht mehr raus. Aber echt keine Ahnung, wie man die machen soll. Gucken wir mal. Einfrieren und laufen! Einfrieren und laufen. Wie viele Räume sind denn das? Fuck! Oh scheiße, jetzt bin ich auch im ersten Counter. Great. Aber ich verkack dort gerade einfach permanent. Ich weiß auch nicht, wie wir... Muss ich mich hier verstecken oder was? Wow! Fuck! Irgendwie habe ich den... Ich glaube, ich habe den Encounter gebuggt, weil der schießt die ganze Zeit gegen die Wand. Ich hänge da, aber die geht nicht weg. Warte mal, ich leg mal eine Powerbombe. Vielleicht kann ich ja trotzdem weiterspielen. Ach so, oh, really? Der Schuss geht auch noch dran? Ja. Ah, man muss einfach wieder zurück. Und jetzt? Wow. Muss man denn flüchten mitten überhaupt? Ja, ich hab's geschafft. Oh,
krieg das halt echt nicht hin. Okay. Nicht in den Raum ganz links, so viel weiß ich. Doch, in den Raum ganz links. Und dann hat sie einen Vorsprung, bevor die dich sieht. Dann funktioniert's. Gibt's da irgendwo ein Recharge Room in der Nähe? Ich hab noch. Ja, keine Ahnung. Ich hab vielleicht. Ja, 3 Energietanks. Mal gucken, ob ich das damit schaffe. Was muss ich da dann machen mit einer? Einfach dort stehen bleiben? Ja, genau, da hinten stehen bleiben. Dann geht die langsam dahin. Wichtig ist, wenn sie dich vorher sieht, dann rennt die noch so ein bisschen. Dann hast du es nicht geschafft. Das hatte ich gerade auch. Wenn die aber nur ganz langsam da geht und. Warum geht ihr scheiß. Fucking Fuckstrahl geht durch die Wand, ey? Weil sie den Wavebeam hat. Okay, wo muss ich jetzt lang von dort aus? Hast du sie abgehängt? Ja. Dann musst du wieder einen Raum zurück und da vielleicht durch den Boden bomben. Also, das heißt Bomben, Missiles, glaube ich. Wahrscheinlich diesen Gang nach oben oder so. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Ah. Okay. Ich bin natürlich auch hier lang. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich schon mal war. Okay, nochmal. Anleitung zum SAX-Encounter. Ganz blau. In den linken Raum. Ganz nach links, genau. Und dann über die Dings drüber. Okay, erstmal muss ich so weit kommen. Ich bin nämlich in einem Schuss tot. Das ist praktisch, wenn du so low HP bist. Würde ich mir vielleicht erst live haben. Powerbomben-Container. Hab ich gerade, wo wir hin müssen, mit mir jetzt? Ich nehme an, irgendwo, bevor ich hinkönne. Ich nehme an, muss hier irgendwie den Space Jump nutzen. Ich gehe jetzt gerade so weit nach oben in dem grünen Zeug. Sakamoto, you fucking bastard! Das sieht auf jeden Fall vielsprechend aus. Ich habe einen Safe Room gefunden. Safe Room hatte ich auch gerade. Ah, hier kommt ja gleich noch dieser komische Pflanzenboss, den kann ich überhaupt nicht. Hoffentlich ist hier noch irgendwo ein Recharge Room. Ja, die die Tür wahrscheinlich mit, ne? Hier ist die Boss-Tür. Okay, ja, die Boss-Tür habe ich jetzt gerade auch gesehen. Ich hoffe trotzdem auf einen Recharge Room, weil dieser rote Parasit bei mir nicht voll heilen. Der hält halt, glaube ich, nur 4 Container oder so. Ach, die Tür funktioniert ja nicht. Okay, scheiße. Dann muss ich damit leben, was mir die Tür gibt. Man, really? Alles sau schwer, wenn man keinen Sound hat, ey. Wenn man nicht einschätzen kann, wo die Schlampe sich befindet. Ah! Really, ich bin gerade verreckt, aber ich glaube, ich hab hier irgendwo safe. Ja, perfekt. Der Boss laggt bei mir ein bisschen. Okay, das habe ich richtig schlecht gemacht. Och man, willst du mich verarschen? Ich hasse diese Insektenviecher, Mann. Oh, wirklich. Ich bin voll gegen den Boss mit einer. Boah. Ich glaube, ich habe gerade eine gute Taktik gefunden. Immer eine Missile schießen und dann diagonal links nach oben diese kleinen Projektile ausschalten mit einem normalen Beam. Dann wieder eine Missile schießen. Raus. A gedrückt halten. So, A gedrückt halten, oder? Auf welches Video? Oh. Ich kann kurz. Was muss man da schießen überhaupt? Ich mach's mit Missiles, geht aber glaube ich auch mit Charge Beam. Was denn überhaupt? Was? Auf das Ding rechts? Ach
Machst du da rechts? Oh fuck, oh fuck. Wie viel hält das Ding denn aus? Man darf echt keinen Fehler machen. Ah, okay, jetzt noch ein Parasit. Und ich habe noch zwei Tanks, das sollte machbar sein. Oh, ja, der schießt! Der schießt! Oh fuck. Ich wusste nicht mal, was ich machen muss in dem Raum. Bin erstmal der Pflanze stuck gewesen. Doch, ich kannte den Boss noch zur Genüge. Der hat mir so viele Probleme gemacht damals. Ja, ich danke Gott, ich habe SRX geschafft. Weißt du? Oh, der Parasit kann schießen. Das ist echt unfair. Oh, okay, geschafft. Puh. Plasma Beam. Ja. Ich hasse diesen Space Jump. Ja, ich bin fast voll gegen den Boss. Diesmal sollte ich es packen. Sei natürlich, ich verliere den Boss in die Pflanze. Ich hab den Boss so gehasst früher, ey. Ich habe halt auch erst nicht rausgefunden, wie man aus diesen Pflanzen wieder rauskommt. Man muss halt den Sprungknopf gedrückt halten und dann, wenn man gerade rauskommt, dann muss man halt sofort hier mit dem Space Jumpen anfangen. Sonst verkackst du es wieder. Ah, okay, jetzt muss ich diese Angriffe von dieser Schurke-Statue durch. Okay. Ab da ist es ein bisschen leichter, muss halt abwechselnd ducken und springen. Ja, wie komme ich jetzt wieder zurück? Da lang. Okay. Kriegt man die Scroll Tag von Ridley? Ich weiß es nicht. Oh, ein Powerpump-Container, den nehme ich mit. Was haben wir hier? Ja, der Parasit snackt mich gerade im Wasser. Oh, erstmal hier nach rechts gehen, wo man mehr Platz hat. Okay, ich habe noch 11 Hitpoints. Gegen den Parasiten? Nein. Die Pflanze? Nach dem SAX-Encounter bin ich noch. Ich also bin hast tot. Du noch nicht gespeichert. Ja, eben. Ach, den Encounter nochmal machen. Great. Wie kann man denn da speichern? Ich habe mit 38 HP den Parasiten besiegt mit einer. Boah, nicht schlecht. Ich habe mich erst so dumm angestellt, weil ich nicht gewusst habe, dass man nach rechts sehen auch einfach rausziehen kann aus dem Raum. Nächstes Mal spiele Super Mario World, da bin ich definitiv besser. Ja, das ist aber ein bisschen langweilig zu Let's Playen, weil Super Mario World geht es darum, über Level zu fliegen. Das ist leider wirklich so. Ich hatte mir auch schon überlegt, mal ein Let's Play zu machen, dann ist mir auch gefallen, nee, das ist irgendwie öde. Ich habe mir gedacht, wenn, dann suche ich mir irgendwann mal die Game Boy Advance Version, weil da wird gespeichert, ob man alle Dragon Coins gefunden hat und dann kann man überall alle Dragon Coins sammeln. Dann fliegt man weniger über die Levels. Es ist leider wirklich so schlimm mit dem Spiel. Fuck! Ich habe nicht gemerkt, dass mir hier HP fehlten. Gut, dass ich gespeichert habe. Also, dass ich gar nicht bemerkt, plötzlich bin ich tot. Fuck. Weißt du das mit noch? Was? Wohin wir müssen? Ja, ich denke, man müsste es wieder zurück zum Navigation Room, oder? Da bin ich jedenfalls gerade auf dem Weg hin. Oh, warum Container? Den habe ich unterwegs nicht gesehen. Hey. Warte mal, wer zum fünften Mal SRX machen darf. Oder zum siebten? Ich habe nicht mitgezählt. Oh, kennt ihr das, das Easter Egg, das in diesem Spiel ist? Welches? Ja, diesem geheimen Dings da. Geheimen Dialog da. Derjenige, der den freispielt zwischendurch noch, der... Okay, macht ihr den mal, okay? Macht ihr den mal. Ich habe den noch nie geschafft. Also zumindest nicht auf einer normalen Konsole. Und da wir hier auch nichts... eingesteckt zum Cheaten. Oh, jetzt mit dem Plasma gehen die Viecher in der Gescheit schnell down. Ja. Gehen sie wirklich. Du schießt dich immer wieder zurück. Durch. Ein bisschen Container. Okay, hier muss ich jetzt nach oben wieder. So, wisst ihr was, ich muss aufs Klo und da jetzt einmal Schuhe Alf Cover und einmal Duo, würde ich sagen, ist das fair. Ja.
wenn ich jetzt auch mal kurz aufs Klo gehe. Dann haben wir alle ungefähr die gleiche Zeit verloren. Also oh, really? Erster, glaube ich. Ich bin jetzt wieder im Navigation Room. Ja, dann bist du auf jeden Fall vor mir. Gut, bis gleich. Ja, mach dir mal 10 Minuten Pause. Bis dahin habe ich das ja ohne Hektik geschafft. Nice. Ich muss mitten erstmal einholen jetzt. Weißt du, Schuhe, das ist meine Chance, Midna zu überholen jetzt. Ja, so, finde ich ja super, dass es deine Chance ist. Aber ich lasse dich jetzt nochmal killen, ich habe viel zu wenig Energie. Ach shit, ich muss nach da oben. Okay, jetzt muss ich hier nach rechts. dann... Ist ein Data Room? Dann ist bloß nicht falsch gelaufen. Nein, oder? Nein, 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 nein. Bitte sag mir, dass hier irgendwo ein Weg ist. Ich hab zwei Bomben. FF! Mein Gott, ich bin komplett falsch gelaufen, Schuhe. Mir doch egal. Hier. Mann, Mittler, ich bin den komplett falschen Weg gegangen, glaube ich. Sehr gut. Gerade in der Sackgasse ist da gewesen. Deswegen habe ich mich auch gefragt, warum du so schnell beim Navigation warst. So, jetzt geht's wieder in Sektor 5. Worum geht es da jetzt? Ich habe keine Ahnung, was jetzt als nächstes kommt. Nightmare müsste ja bald kommen. Oder? Oder erst Ripley. Nightmare ist dieses eklige Viech, das die Schwerkraft erhöhen kann, dass das auch in Other M war. So eine Biowaffe, die Schwerkraft beeinflussen konnte. Hä? Oh, hab ich auf den falschen Block geschossen oder was? Warum, wie kommst du denn so schnell durch den SAX-Teil, dass er dich nicht sieht? Der sieht dich auf jeden Fall. Sobald du da runterspringst, sieht sie dich. Und dann musst du einfrieren und laufen. Nein, aber ich meine, im nächsten Raum hast du gemeint, die sieht dich dann irgendwann nicht mehr. Nee, ja, du springst dahinter und dann kommt sie einmal da rein. Ja, genau, springst dahinter und dann kommt sie da rein, guckt kurz, dreht um, ist raus und dann ist der Encounter vorbei. Hä? Ach so. Nein, ich bin verreckt, oh mein Gott. Ach so, ich hab immer voll hektisch, bin ich einfach in dem Raum davor einfach wieder ganz runter. Nee. Okay. Ich kenne es hin. Ich bin nicht eh viel näher. Das ist gar nicht gut. Jo, Nightmare kommt als nächstes. Und da braucht man richtig viele Missiles. Great. Jetzt müsste ich noch wissen, wo ich überhaupt hin muss. Ich habe keine Ahnung. Kann ich dich vielleicht doch noch einholen? Ach nee, brauchen wir ja Screw Attack, hatten wir ja schon gesehen. Ich sollte mal die Maus hier rausbewegen bei mir. Hier ist einfach mal alles. 82 Energie, irgendwo super vorsichtig hier durch. Ach, das ist ja cool. Ist jetzt alles geschmolzen, jetzt ist das hier ein Unterwassergebiet. Echt cool, Mann. Oh ja, really? Warum zieht mir denn... Hallo, der Kontakt mit einem riesigen Insekt zieht dir mehr als einen Energietank ab. Halleluja. Jetzt weiß ich echt nicht, wo ich hin muss. Weil ich kann ja keinen Speedbooster mehr unter Wasser benutzen. Okay, das ist die Panik gerade. Ah, oh, ja. Ah, jetzt kommt man hier nach oben. Okay, okay. Was? Ich hasse diese Insektenviecher, Mann.